Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Mein Name ist Marc Reis-Fagedes und ich mache dieses Video für Menschen, die einfach noch nicht so vertraut sind mit der Telegram-App, dem Telegram-Messenger. Ich nutze den viel lieber als WhatsApp. Er ist sicherer, er ist cloud-basiert und er hat in den Gruppenfunktionen so viele Vorteile im Gegensatz zu WhatsApp. Also man sieht einfach nur die Historie, die Chat-Historie auch. Und dadurch muss man nicht so häufig Dinge wiederschreiben, wenn neue Mitglieder in die Gruppe reinkommen. Und deshalb ist er auch im Bereich von Teamaufbau und Network Marketing absolut unterstützendes Tool. Und ja, ich will euch mal gerade meinen Bildschirm teilen und euch zeigen, wie ihr den auch auf dem PC als App installieren könnt. Also ihr könnt ja mal gucken. Ihr findet, ne, bei Chip gibt es den Download, aber natürlich auch auf der Seite direkt. Dort werde ich ihn downloaden. Bei Chip schreiben die auch, dass er den Fokus auf Sicherheit hat und dass der Funktionsumfang einfach größer ist als der bei WhatsApp, auf Telegram. Also auf Wikipedia könntet ihr auch nochmal nachlesen hier, was da zu Telegram alles steht. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Viele kennen es ja, weil sie ihn schon auf dem Handy installiert haben. Und was einfach manche nicht wissen, das ist eben, dass man sich den Messenger auch für den PC als App runterladen kann. Und das macht man dann hier. Und das Schöne ist eben, dass in dem Moment, wo er Get Telegram for Windows, ne, hier, dass man dann in dem Moment, wo man den sich installiert hat auf seinem Rechner, dass man dann auch, das ist ja cloud-basiert, das also auf allen Endgeräten entsprechend hat. Ja. Das heißt, du siehst auf deinem Rechner auch die Chats, die Kommunikationen, die du mit anderen Menschen hattest und du kannst wunderbar eben auch am Rechner dann damit arbeiten. Und das bringt zum Beispiel auch den Vorteil, wenn wir auf Webinare einladen, dass du dann einfach nur noch am Rechner auf den Link klicken musst und schwupps bist du schon in Zoom, was wir auch oft nutzen, was ich auch zum Beispiel jetzt gerade hier nutze, um euch dieses Video zu machen, um euch das zu zeigen. Siehst du, und jetzt ist er schon hier in der neuesten Version downgeloadet und jetzt öffne ich gerade die Exe-Datei und darüber installiere ich den jetzt gerade hier auf dem PC. Also, du siehst, es ist super einfach und dann wird schon gleich die Schwalbe da erscheinen, ja, also jetzt die Sprache auswählen, ist klar, Deutsch für uns und dann, wo soll er noch abgespeichert werden, in welchem Ordner, das mache ich dann auch hier, brauche auch nicht viel Speicherplatz und genau, noch ein Desktop-Symbol dazu. Und dann sage ich nochmal installieren. Und dann kommt es wieder am Rechner, falls du das noch nie gesehen hast. Und dann kannst du es einfach diesem Beispiel gleich tun. So, einen kleinen Moment noch. Dann wird die Verknüpfung noch erstellt. Und dann für die Anwendung von Telegram auf dem Rechner. Start Messaging. Also jetzt kann es vorgehen. Ich hätte noch weiter auf Deutsch tippen können. Ich muss natürlich am Anfang einmal kurz deine Telefonnummer eingeben. Dann bekommt man eben einen Code gesendet auf Handy. Und den Code, den gebe ich dann jetzt ein, sobald ich ihn hier empfangen habe. Das ist 18064. Und mein Fall hier kriegt natürlich einen individuellen. Kann sich den auch als SMS schicken lassen, wenn man jetzt noch keinen Messenger installiert hat. Und schwuppdiwupp ist er da. Ja, so sieht's aus. Und dann hast du eben deine ganzen Gruppen dort auch und die Konversationen und so weiter. Ich hoffe, das war hilfreich für dich.
Ich hoffe, du kannst dir jetzt auch den Messenger installieren. Mach's am besten gleich. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.